Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zucker, Andy. Wir spielen heute wieder Dying Light Enhanced Edition im Albtraum-Modus. Ja, es geht wieder ab. Und es geht wieder ab. Es geht wieder ab. Es geht ab. Es geht ab. Es geht ab. Es geht ab. Im Moment geht noch gar nichts ab, weil wir einen Ladescreen haben. Aber ich bin schon ganz geil aufs Zocken wieder. Dying Light Zocken ist sowas wie eine Vorsehung. Wie ein Omen des Let's Plays. Ja, ich liebe dieses Game einfach. Ich kann nichts machen. Es ist einfach geil. Ja? Es ist mein Lieblings-Let's Play neben Bloons. Aber bei Bloons ist mir ja der Speicherstand abgekackt. Ich hoffe, ich kann nur irgendwo einen organisieren. Aber bis zu diesem Punkt bleibt mir nur die nette Erinnerung an das Let's Play von The Bloons. So. Ich sag's euch gleich, der Blake hat wieder einen Auftrag. Wie hey, ungefähr schon 50 Mal. Wir werden das wieder wegklicken. Ja, der erzählt uns jedes Mal das Gleiche. So, was werden wir heute tun? Wir holen Kreide für die kleinen Scheißer. Kreide für die kleinen Scheißer, das heißt... Oh. Jetzt habe ich mir irgendwie... Moment, wir müssen mal aus dem Haus raus. Bin ein bisschen durcheinander. Also, wie schaut's aus waffenmäßig? Wir werden heute Gas geben. Action-Waffe brauche ich wieder eine. Da habe ich nur die derzeit. Ansonsten sieht's ganz gut aus. Wie viel Erste-Hilfe-Packs haben wir denn? Müssen wir da was machen? 41? Nö, müssen wir nicht. Das läuft. So, raus in die Welt. So, die Waffe hält nur ein bisschen durch. Das geht. Wie sieht's denn allgemein aus? Ich schau mal so. Ist irgendwo... Crane, bist du da? Ja, bin da. Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. So. Da ist noch ein neuer Auftrag. Wir werden jedenfalls zur Schule gehen. Wie weit weg sind wir? 350. So, zack. Haken haben wir schon mal benutzt. Einfach so, weil wir es können. Ja. So, jetzt geht doch schon wesentlich smoother hier, Leute. Oh. Okay. Oh, bist du hässlich. Junge, du forderst es ja raus, dass man dich tritt. Also, der hat es jetzt wirklich einfach verdient, weil er so hässlich ist. Gut, wenn ich nach dem gehe, haben sie es alle verdient. Ich höre einen Spucker. So, im Vorbeigehen, unsere Lieblingswiese hier, da können wir Pflanzen sammeln, bis wir alt werden. Denn das sind Erste-Hilfe-Pakete, die wir daraus craften können. So, komm, nimm deine Pflanzen, Kyle Crane. Wo sind noch welche? Noch welche hier? Jo, da ist nur eine. Zack, boom, bang. So. Noch was? Ich nehme immer gerne alle mit. Weil Erste-Hilfe-Pakete können wir brauchen wie Sau. Da war noch irgendwo was. Genau. So. Was das? Sieht gut aus. Da ist noch was. Da ist noch was. Wir nehmen alle. So, und weiter geht's Richtung Auftrag. Der ist da drüben. Oh, hallo, hässlicher. Oh, hallo, extra hässlicher. Gut, extra hässlich seid ihr alle. Von dem her wollen wir da ein bisschen Gas geben da. Ups. So. Locker, zackig, flockig geht's voran. Oh, das möchte ich natürlich auch sehen. Und noch mehr von dem Scheiß. Die sind nämlich sehr wertvoll hier. Die sind sehr wertvoll. Da sehe ich doch noch zwei. Das kann man immer so im Vorbeigehen mitnehmen. Und dann kaufen wir uns wieder eine extra geile Waffe. So, da ist irgendwas. Irgendwas ist da. Da unten. Genau, stirb, du Arschloch. Dankeschön, gerne, gerne. Danke für den Attentäter, danke für die XP. Ich helfe auch immer gerne. Oh, ups. So, wo wollen wir hin? Nach rechts. Abgezogen! Einer hässlicher wie der andere von euch. Ihr seid hässlich, ihr seid schier, ihr stinkt nach Backfisch. Oh. Schauen wir mal, was da gibt. Wollen wir beeilen, hinter mir spuckt nämlich was. Und das möchte ich nicht genießen. So, Abkürzung. So, rechts ist die Schule. Dann sage ich zack, bum, bang und wir sind da. So, da wird er mal einkassiert. Wer schreit denn da so blöd? Ja, was frage ich überhaupt? So! Was ist denn da los mit euch? Wir müssen da rein. Ich versuch's mal mit dem Haupteingang.
Halt. Aha. Kannst mich mal mit Halste. Mir gibt's keine Halt, Junge. Ich bin Kyle Crane. Mr. Kyle Crane. Ich sehe hier nichts. So, das sieht doch schon besser aus. Irgendwas nur da? Nein. Ja, rüber müssen wir. Ja. Da können wir rüber. Keine Fachbegriffe. Vergiss nicht, der ist einfach gestrickt. Ja, zu diesen Kasperlen da unten sollen wir wieder. Wir sollen jedenfalls Malkreide finden. Die muss da drinnen sein. Aber vorher nehmen wir diesen Auftrag hier an. Ich will nur reden. Dann probier's mal mit zu. Nur reden. Die erste Kugel wird dich verfehlen. Die zweite nicht. Lass das, Edward. Du willst doch niemanden verschrecken, der uns vielleicht helfen möchte. Wir wissen doch rein gar nichts über den Kerl. Diskutier nicht. Lass ihn rein. Anscheinend will Errol mit dir reden. Ich werde keinen Ärger machen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Todesangst. Guter Beobachter. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Na dann auf die Seite, du. Möchte gern Bodyguard, du. Yo, Errol, was geht ab? Ich bin Errol. Kyle Crane. Das du bist Errol. Salia und ihr Sohn Eren. Nehmen Sie es Edward nicht übel. Seine Bedenken sind berechtigt. Extrem skrupellose Männer sind hinter uns her. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Naja, es hat die Kampagne auch viel Geld gekostet, die ganze Stadt mit meinem Gesicht zu plakatieren. Natürlich, Sie sind Errol Asani, Gouverneur der Provinz. Gouverneur von gar nichts. Aber Raiz ist der Ansicht, dass Politiker eine Bedrohung darstellen und deshalb will er mich tot sehen. Tja, der will wohl selber die Macht haben, ne? So verlor ich mein Bein. Und sie haben nicht aufgegeben. Seine Schläger sind mir zur letzten Zuflucht in den Plattenbauten gefolgt. Edward war gerade dort. Er sagt, sie suchen die Umgebung ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hier auftauchen. Klingt, als hätten sie ein Problem. Ich zahle gut, falls sie es beseitigen. Irgendwie höre ich das ziemlich oft. Glauben Sie mir, was ich Ihnen anbiete... Kein Problem, ich mach's. Nirgends, zu ich mach's. Preis. Ich denk drüber nach. Ist nicht nötig, ich mach's. Ich bin der Obermotz und ich sage, wir machen das. Ohne Unterlass. 10.000 XP, fuu! Woo! Und wie wir das machen? So, wir brauchen Kleide... Kreide. So, da haben wir eine Nachricht. Wenn wir uns hier umschauen, machen wir mal Licht hier. Ist hier nichts. Ist hier irgendwie... Hier muss irgendwo Kreide für die Belger sein. Malkreide, da, so haben wir. Da haben wir schon mal drei. Das sieht auch nicht sehr einladend aus hier. Nur irgendwo Kreide. Kann man hier schlafen? Jo, das ist ein Safe-Dingsbums. Da ist nur Kreide. Aber wenn ich mich beeile, kriege ich das Ding sogar noch. Den Safe-Dings. Einer fehlt mir aber noch. Hallo, ist hier Kreide? Kreide für Kreide. Ah, Kreide, hier. So, alles klar. Wir geben die Malkreide ab und gehen ganz schnell zum Abwurfpunkt. Denn da können wir unseren Leuten helfen, leveln und so weiter. So, wir müssen da in die Richtung. Das ist aber weit. Also Gas geben. Gas geben, Crane. Komm schon. Jupp. Du bist jetzt der Babbo. Wir sind der Babbo. Aber wo hat denn der das Ding hingeschossen? So, wir müssen... Scheiß weit in die Richtung, das ist das Problem. Ich steig dir aufs Dach, Junge. So. Halleluja, seid ihr hässlich. So, das sieht doch schon richtig geil aus, wie wir das machen hier. Oh, das ist hinter mir, fuck. Bin falsch gelaufen. Ah, ich bin ein Dödel. Mann, ich bin zum Ziel gelaufen, statt zu dem... Oh, das wird jetzt weg sein. Ja, ich probier's, Leute, aber das wird weg sein. Da gebe ich mal keine Blöße, das wird jetzt gleich weg sein. Scheiße. Was ist denn? Hey, hallo. Wo hänge ich denn fest? Unsichtbare Wand hier oder was? What the fuck war das? Wir müssen zu der Karre da. Und weiter geht's. Ja, ich komme wenigstens gut vorwärts hier. Ich bin ja Mr. Dingsbums. Inzwischen komme ich wirklich gut klar. So, da ist es. Ne, da ist ein Zufallsbegegnung. Oh. Da wisst ihr was, da gehen wir... So, oh, scheiße, das war nicht gut. Alles klar, Jungs, ich mach das schon. Alles klar? Oh, denn, oh! Fast ins Feuer gelaufen. Gern geschehen. So, das Paket wird jetzt... Bis du gekommen bist und sie erledigt hast. Gern geschehen, gern geschehen. Du, ich würde nur diskutieren, aber ich habe hier ein Paket zum Abholen und das ist hier in der Nähe.
Oh, da will ich nicht rein. Verschwinde, das hier geht dich nicht an. Dafür wirst du mir büßen. Glaubst du? Glaubst du? Gottverdammt! Oh! Oh je, je. Was soll der Scheiß? Das soll's. Und das. Hier bin ich. Komm schon. Na scheiße, hä? Das hat mich getan. Jetzt ist er pisst. Aber ich mache ja alle, ihr Ziegenhirten. Oh, pfui, jetzt habe ich es übersehen. Man soll es nicht übertreiben, dafür kriegst du einen Haken in die Fresse. Und nochmal. Hinter mir ist irgendwas. Oh, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Man soll nicht zurückschauen, wenn man mit Idioten fightet. Du. Was willst du? Du Perverser, du reißt mir nicht den Arsch auf. Mein Arsch ist Jungfrau und der bleibt's auch, Junge. Oh, fuck. Mal kurz umschauen. So, alles rutsche. Attacke! Aua. So, ich bin erledigt, was? Ernsthaft? Dein Ernst, hä? So, das verkauft man den Scheiß. Oh, ich muss meine Waffe reparieren. Irgendwas ist hinter mir. Oh, ich weiß das, was hinter mir ist. Ja, genau, du ärgerst dich. Ey. Wer war das? Sag nicht zu mir Hurensohn, das mag ich überhaupt nicht, Junge. Denn der einzige Hurensohn hier bist du. Oh. Irgendwas ist doch da. Schau, ich helfe dir, weil du bist nicht mal fähig, einen Zombie abzuschlacken. Mach mal jetzt Teamwork, du und ich, oder was? Hey, Zombie, der hat zu dir Hurensohn gesagt. Lässt du dir das gefallen? Hey! So, jetzt reicht's. So, du Wichser, das war für Hurensohn, ja? Ein wahrer Hurensohn, so wie du. Sagt immer Hurensohn. Du Hurensohn. Nee, das war nur ein Scherz. So, wir haben das hier abkassiert. Hat super hingehaut. Wir haben denen gezeigt, wer der Babbo ist. Geradeaus ist eine toxische Flechte. Die schnappen wir uns vielleicht noch. Das ist da drüben. Schauen wir hier noch schnell. So, das müsste da dahinter sein. Hoppa. So, hier sollen toxische Flechten sein, oder was? Schauen wir mal. Ja, genau hier. Da. Da links. Na, links. Hier irgendwo. Hier, oder? Nee, hinter mir. Das heißt da. Da ist aber keine toxische Flechte. Ihr verarscht mich doch. Hallo, lass mich vorbei. Hm. Ech. Schiebt euch die toxische, wo ihr wisst schon, ne? Vielleicht da oben. Ja, da ist sie. Da ist sie, die toxische Flechte. War das nur eine? Nee. Also noch eine und noch eine. So, geht doch, Leute. So, und weiter geht der Zombie-Spaß. Wir müssen 400 Meter dahin. Wer macht denn da wieder so einen Lärm herst? Sackelbäckerbande. So. Könnt ihr nicht einmal... Oh. Die Schnauze halten, du. So, gib mir das. Oh, für Behinderte sogar zum Reinkommen. Sehr praktisch. Eine Rampe. So, und weiter geht's. Da ist auch noch einer. Da ist nichts. Und weiter geht's. Zum Bahnhof. Tatütata. Carl Crane ist da. So, ich muss wirklich waffentechnisch was machen, denn lange wird die hier nicht mehr halten. So, wir müssen... So. Echt? Wer war das? Dann könnte ich dir meinen Scheiß nämlich andrehen. Schadet ja nicht, Leute. Schadet ja nicht. Sprengpfeile. So. Das ist sicher was Lustiges. Ich muss nur die Taste... Leute, wir müssen ganz kurz was schauen. Ja? Und zwar die Taste, wo ich die Waffenart... F ist Tastenzuweisung. Wo ich die Waffenart wechsle. Wo ist denn das? Aktionen.
Ziel umschalten. Nee, das will ich nicht. Zielen. Scheiße. Rechte Maustaste ist Zielen, oder? Warte mal zurück. Boah, ich hoffe, jetzt habe ich nicht die Steuerung aus Versehen. So. Ich brauche die Tasten, wo man... Ausrüstungsmenü, Waffenmenü. Also Gegenstand schneller ausrüsten, Gegenstand ablegen. Nee, Schnellauswahl. Waffe 1, 2, 3, 4 wegen. Rüstungsgegen... Nee, das brauche ich auch nicht. Sonstiges. Das brauchen wir auch nicht. Aber ich finde das nicht. Jäger brauche ich nicht, Buggy brauche ich nicht, Bewegung brauche ich nicht. Was ist denn das? Benutzen 2. Nee, das brauche ich auch nicht. Zielen. Rechte Maustaste. Hey, wie geht denn das mit... Leute, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Was ist denn das für eine Taste? Ihr seht ja jetzt, was ich vor mir habe, wo ich praktisch von, sagen wir, von Sprengpfeil zu normalem Pfeil umschalte. Das weiß ich nämlich nicht. Schnell ausrüsten. Gegenstand ablegen. Das ist blöd. Ausrüstungsmenü. Nee, ich glaube, das ist 1. Warte mal, wir müssen den Bogen in die Hand nehmen und dann können wir schauen. So, kaufen wir nochmal alles hier so. Ja, ja, ist schon alles okay. Wow, schwere Spaltaxt. Ja, das ist so eine Doppelaxt. Nichts wirklich Besonderes hier. Aber gut, um das geht's mal auch nicht. Wir werden das jetzt ausprobieren. Zack, 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 den Scheiß verkaufen. Hat meiner noch die am wenigsten beschissene Auswahl. Ja, das kann schon sein, aber das interessiert mich im Moment nicht. So, wir gehen wieder raus und dann wären wir mal da draußen. Hopp. Den Bogen. Bogen habe ich gesagt. Habe ich den Bogen nicht ausgerüstet? So, wisst ihr was? Dann machen wir das so. So, und jetzt, wenn ich auf 1 drücke. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.